Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dragon Age Inquisition. Oh Gott, den Spalt habe ich voll vergessen. Aber wir haben uns gerettet. So, hier ist eine neue Brücke gebaut worden. Das heißt, wir erkunden jetzt diese große Statue. Dann haben wir hier noch irgendwo ein Gebiet. Oh, guck mal, da haben wir eine Sehenswürdigkeit. Bevor wir dann weiter den Abgrund hinabgehen. Nein, bevor wir den uralten Aufzug verwenden. Ich würde gerne, habe ich ja schon in der letzten Folge gesagt, die freigeschalteten Gebiete dann schon mal absuchen. Damit wir immer fleißig die Türen öffnen können. Bisher hat das ja alles gut geklappt. Bisher liegt hier noch nichts. Hier liegt ein Grab. Beanspruchen. Monument für Heidrun Tiefenschürfer. Dieses einsame Podest wurde aus einer Steinsäule gehauen, die nach oben in die Dunkelheit ragt. Der Inschrift zufolge liegen hier Paragon Heidrun sterbliche Überreste begraben. Unter einem gewaltigen steinernen Abbild des legendären Zwergs. Die Ausmaße des Denkmals sind aus diesem Blickwinkel nur schwer zu erfassen. Und ganz viel plündern können wir hier. Artefakte für Orsamer bergen. Was bekommen wir jetzt? Klopp auf. Es ist nichts aufgeklappt. Schade. Doch, zwergische Vase. Wo ist das? Ist das, ist das Deko für die Himmelshesse? Hier klingt noch irgendwas unter uns. Mal sehen, ob wir da hinkommen. Ich werde jetzt ein bisschen waghalsig klettern wahrscheinlich. Hier liegt doch noch ein Zahnrad. Da ist nur die Leiter. Jetzt gucke ich mich aber nochmal um. Ah, nein. Uff, das war knapp. Aber ich glaube, hier komme ich nicht weiter. Ich glaube, hier muss ich mich in den Tod stürzen. Ich glaube auch nicht, dass hier noch was liegt. Oh nein, habe ich jetzt hier nie wieder zurück? Okay, ich muss einen anderen Spielstand laden. Mal sehen, ob das klappt. Nehmen wir mal einfach. Nee, warte, wir nehmen den. Okay, hier sind wir. Also nicht tiefer stürzen, als man sollte. Jetzt seht ihr den Content nochmal. Aber sammle ich alle schnell nochmal ein. Aber ich glaube, beim anderen wäre ich immer wieder auf diesem Vorsprung da gelandet. Und das wäre eine ewige Schleife gewesen. Daher einmal ganz kurz diesen Glitcher. War das knapp? Ich habe die Lücke vergessen. Oh Gott. Ich habe sie einfach voll vergessen. Also ich glaube auch, hier liegt nur ein Zahnrad und nicht mehrere. Deswegen werden wir uns nur noch das eine holen und dann zurückkratzeln.
Weil ich glaube, das ist eher möglich als da, wo ich dann eben gerade wieder rumgestiegen bin. Das haben wir ja eben schon gelesen. Sammeln wir schön alles ein. Wir haben halt so ein paar Sachen für Bianca bekommen. Ich bin am Überlegen, ob wir vielleicht mal Bianca aufrüsten, damit sie ein bisschen mehr. Oh Mist, ich bin zu weit runter. Ich habe ja voll vergessen, dass hier noch. Dass wir hier ja noch das eine Zahnrad holen. Hier müssen wir, glaube ich, lang. Hier liegt es. Und ich glaube, mehr liegen hier auch nicht. Und wenn doch, muss ich hier nochmal ausspielen. Komm. Ich muss sagen, diese Brückenkonstruktionen wären nichts für mich, ne? Ich habe ja, ist überhaupt nicht mit Höhe. Und hier ist es ja ultra hoch und kein Geländer und kein gar nichts. Das wäre für mich einfach der Horror. Ich könnte hier nicht drüber gehen. Ohne nicht tausend Tode zu sterben. Auch wenn es breit ist, aber ich habe dann trotzdem Angst. Und jetzt müssen wir dort nochmal hin. Noch richtig? Ja. Bin ich. Hier ist die Brücke. Dann schauen wir doch mal, was wir hier alles noch so finden werden. Schlecht davon geworden von dem Gedrehe und runtergefüße. Aha, da fehlt uns also ein. Ah, aber ein Krug steht hier. Zwergenkrüge, verlorene Erinnerungen. In die Seite dieses Kruges sind die Worte weltbester Bewahrer geprägt. Vielleicht finden wir hier noch ein Zahnrad. Wird die Hoffnung ja noch nicht aufgeben. Da liegt doch noch eins. Nein, ich wollte nichts. Nein, ich wollte immer noch nicht ziehen. Das ist halt manchmal der Nachteil an Controller-Steuerung. Du hast ja nicht so viele Tasten zur Verfügung wie auf einer Tastatur. Und wenn dann da was doppelt belegt ist, kommen dann manchmal solche Situationen zustande.
Solus? Hallöchen! Da konnte ich mir aber jetzt ordentlich Lock aufbauen. Das war ja ein Empfangskomitee. Die wollten einfach nur alle raus. So, Truhe. Oh, wir sind bald voll. Wir müssen einmal ins Lager und verkaufen. Ja, das machen wir gleich mal, bevor wir weitergehen. Weil sonst wird das knapp. So, und dann können wir nochmal Artefakte bergen. Zwergenstatuette erhalten. Oder sind das einfach nur Sachen, die wir verkaufen? Zwergenvase. Kann ja sein. Ja, keine Pläne. Das sind einfach nur... einfach nur Zeug, was wir verkaufen können. Gut, dann haben wir das aber hier abgeschlossen. Dann gehen wir einfach nach hier oben. Verkaufen kurz. Hier. Inventar. Also, die ganzen lila Sachen behalte ich natürlich. Das packen wir alles hier zu. Die ganzen weißen Sachen packen wir weg. Auch wenn die ganz gute Damage-Werte haben, aber dadurch, dass wir schon in Harkons Fänge unterwegs waren, haben wir schon sehr gute Sachen gefunden, die uns, glaube ich, hier ganz gut durchbringen werden. Und da muss man nicht die weißen Sachen aufheben, finde ich. Dafür haben einfach alle anderen Sachen viel bessere Werte. Also, ne, die haben ja verschiedene Perks drauf und das finde ich halt tatsächlich wichtiger als rein Rüstungswert oder rein DPS. Und dann können wir auch nochmal für Bianca tatsächlich die Sachen herstellen. Mal alles verkaufen. Dann wir haben Varric gar nicht dabei. Müssen wir einmal kurz Varric in die Gruppe holen. Und dann machen wir eine Varric, Blackwall und Solus-Gruppe. Ja, oder Dorian? Wobei Dorian hatten wir bei Dings schon so viel dabei, ne? Jetzt ist mal Solus-Zeit. Das glaube ich erstmal bauen. Einmal den hier, das müsste Stufe 4 sein. Der 7er. Haben wir denn Stufe 4 Haut? Drachenschuppen haben wir genügend. Stand herstellen. Dann haben wir noch die Bogen. Das können wir ja nachkaufen. Also machen wir es mit Drachenknochen. Straucheln. Rüstungsdurchdringung finde ich immer nicht schlecht. Gehen wir Dämmerstein.
Kritische Trefferchance finde ich halt auch nicht verkehrt, aber da würde ich gerne. Nehmen wir zum Beispiel die Großbärenhaut. Und. Weil da könnten wir, wenn wir noch eins finden. Bonus auf kritischen Schaden. Komm, machen wir auch mit Stachelrücken. Rückenleder. So. Das sollte ja alles sein. Griff, Zielvorrichtung. Hier. Komm, ein bisschen Leder können wir auch noch auf den Kopf auf. Kritische Trefferchance. Können wir Bärenhaut nehmen? Komm. Dann schauen wir mal, ob unsere gute Bianca jetzt gleich richtig reinhauen kann. Ach, hier sind alle. Ich dachte, hier müsste man die Gruppe dabei haben. Okay, schon mal ein bisschen mehr kritische Trefferchance. Klugheit und Geschicklichkeit auch ein bisschen höher, sehr viel höher sogar. Oh, weniger Schaden. Der gibt 158. Der nur 104. Dann lasse ich, glaube ich, lieber den Kompositbogen. Aber den Rest ändern wir mal. Das wusste ich ja nicht. Aber ich lasse die Gruppe trotzdem so, wie sie ist. Dann machen wir noch die Stufenaufstiege von unseren Begleitern. Habe ich denn hier? Beric. Der hat hier alles schon aufgewertet. Hier auch. Er hat ja sogar schon seine Fokusfähigkeit, ne? Ja gut, dann kriegt er schon mal Verstohlenheit. Und dann geht es hier in dem Baum weiter. Blackwall. Könnte hier noch ein bisschen was machen. Und könnte hier. War das was, was ich nicht haben wollte? Ach genau, da kriegt er mehr Schaden, ne? Für Damage Boost, das fand ich nicht cool. Genau, du kannst so viele Gegner herausfordern, wie du willst. Das finde ich ganz gut für einen Tank. Und Solas bekommen. Hier war auch durch. Wir könnten ihm seine Fokusfähigkeit geben, aber wir können auch erstmal hier Eis ein bisschen auf. Aufwerten. Wir werden mal den Frostschritt nehmen. Bewegst du dich durch Gegner hindurch, erleiden sie Schaden und werden abgekühlt. Okay. Hier dürfte nichts sein. Hier ist auch nichts. Perfekt. Dann können wir jetzt einmal nach unten reisen. Ah, hier hin. Ich kann es fühlen. Die Verderbtheit. Sie breitet sich aus. Und dann gucken wir uns hier oben noch um. Hier waren wir auch schon, ja. Ah, hier ist noch ein Krug. Sehr schön. Hier brauchen wir noch 5 Zahnräder. Everts Erlebnis. Dieser Krug hat eindeutig schon einiges mitgemacht. Er hat einen Sprung, durch den Bier ausläuft, wenn immer er gefüllt wird. Ja, hier fehlen uns Zahnräder. Ich habe hier aber auch gerade keine gesehen. Stein.
gehe mal kurz hier runter. Aber hier scheint auch nichts zu sein. Wir haben doch hier aber noch nicht alle... Oh, Quatsch. Doch. Zwergenkrüge, Zahnräder... Ah, nee. In den Heidrun-Teigs fehlen uns noch 3 Stück. Oh Gott, wo könnte ich da denn welche über... Ich glaube, ich werde die wieder aufs Screen suchen. Ich weiß nicht, wie ich es machen möchte. Weil ihr müsst es euch ja nicht nochmal antun, wenn ich hier 20 Stunden lang in den Heidrun-Teigs rumlaufe. Ich glaube, ich suche die erstmal. Bevor es denn hier weitergeht. In der nächsten Folge habe ich sie hoffentlich alle gefunden. Ich kann das ja auch so machen wie in der fauchenden Ödnis. Ich gehe das jetzt absuchen und hole euch immer wieder dann halt in der neuen Folge dazu, wenn ich sie gefunden habe. Das wäre für mich halt eine Methode, die für euch, glaube ich, auch ganz angenehm ist. Das heißt, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, immer wenn ich ein Zahnrad gefunden habe. Jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao, ciao.